Hallo meine Freunde, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Schwarz. Ich habe eine kleine Pause gemacht und muss jetzt erstmal wieder gucken, wie das geht, wo ich jetzt hier genau hin muss. Ich glaube, ich weiß so ungefähr. Wir sind gerade in der Arena Wir sind in der Arena von Nevalio City. Und ja, wir haben hier extreme Frame-Probleme, was mich immer noch voll ankotzt. Was mir extrem leid tut, aber ich kann leider nichts dagegen machen. Ich habe vorhin mal geguckt. Nein. Doch. Ich dachte schon, oh. So. Und dann gehen wir jetzt da lang. Ich glaube, jetzt können wir auch von hier ausgehen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich glaube, jetzt können wir so, so und so. Natürlich können wir es nicht so. Ah, doch. Ja, geil. Ja, wir werden hier hoffentlich bald durch sein. Ich werde das hier so schnell es geht versuchen zu beenden, dass ich da euch nicht zu sehr mit diesen Geläge langweil. Da habe ich auch keine Lust zu. Und außerdem macht mir auch nicht so sehr Spaß, also was soll's. Dieser rutschige vorne Boden ist perfekt, um seine Balance zu verbessern. So, Kämpferin Solveig. Gelatropo. Dann würde ich sagen, kommt Flampion raus. Nee, ach nee, Flampion ist ja tot. Ah, ganz vergessen, ich hab's. Ah, nö. Aber na gut, dann eben Laubklinge. Und tschüss. Fast tschüss. Oh nee, jetzt bin ich hier wieder eingefroren oder was? Besser so, Slam. Was? Dein Ernst? Kann nicht wahr sein. Nein, Zappy Royal. Okay. Dann eben Navitaub. So. Zu keep. Und auf Wiedersehen. So. Level 31. Ja. Level 39. Ja. Noch ein Gelatropo. Ich bin überlegen, was man da nehmen kann. Sebritz, ja. Ich probiere es mit Rokaima, weil das ist ja mittlerweile mein zweitstärkstes Pokémon, aber. Auf was bringt diese andere Frage? Ich weiß nicht, ob irgendwas hat er vorher gedacht gehabt. Na egal, komm, was soll's. So. Dann wollen wir mal gucken. Schaufler. Und auf Wiedersehen. Und bam. So läuft der Hase hier nämlich. So läuft das hier. Alter. It's not your fucking Ernst. Kann nicht wahr sein, Mann, jetzt. Kann echt nicht sein. Egal. Wir schaffen es trotzdem noch. Sebritz, Schockwelle. Ich hab wunderbar schnelle Pokémon. Eine wunderbar hohe Initiative. So. Du willst das so? Du kriegst das so, auch wenn ich verwirrt bin. Ach, Peter nicht, okay. Und bam! Und tschüss. Okay, der Truppe wurde besiegt. So, und Level 36 haben wir auch noch dazu. Ey, das wird ja immer besser. Ladungsstoß. Ich kann gerade überlegen. Ladungsstoß. Anwender greift die Pokémon in seiner Umgebung mit Elektrizität an. Paralysiert eventuell. Dafür hauen wir mal. Ja, soll ersetzt werden. So. Weiß nicht, Stampfer. Ich glaube, wir hauen Stampfer raus. So. Und tschüss. So, dann machen wir eben kurz hier. So. Beutel.
Beleber, aber noch 6 Mal. Wichtiges Flampion. Happy Royal und jetzt auch nochmal Rukaima, wenn wir schon mal dabei sind. So. Und dann. Wir haben noch 5 Hypertränke. Supertränke haben wir noch 13. Flampion ein. Happy Royal ein. Und Rukaima auch. So. Dann kann es weitergehen. Erstmal wieder gucken, wie gehen wir lang. Erstmal so. Aber bis jetzt gucken wir erstmal das Areal hier an. Hm. Ja, leck mich doch, ja, was ist? Hm. Gute Frage, wie mache ich denn das jetzt? Ich muss mal zurückgehen, glaube ich, sonst komme ich nicht mehr weg. Ah! Was braucht das so ewig? Ey, das nervt mich so. Aber was soll's? Was bringt denn Aufregen? Ach was, ich Idiot. Man kommt jetzt wieder raus. Nein! Ach, jetzt komme ich da. Ah, okay. Wow, ich bin so fix, oder? Also, das glaubt man auch gar nicht. So, jetzt nochmal hier lang. Ach, jetzt kommen wir den Weg allgemein immer durch. Ah. Und dann gehen wir hier rum. Und wieder da hoch. Und fangen nochmal von vorne an. Was man auch dann immer muss. Ich glaube, das ist gewollt oder so. Ich müsste mal gucken, also wenn ich jetzt hier lang gehe. Wo komme ich denn da lang? Ich gehe nochmal hier lang. So. Ah, ich glaube, genau. So. Dann da hoch. Perfekt. Und ein weiterer Kampf. Ich finde die Musik aber echt geil. Ich bin der König aller Karatekämpfer. Die Pokémon, gegen die du gleich kämpfst, haben viele Attacken von mir gelernt. Attacken reichen nicht aus. Auch wenn du sie brauchst. Geht auch um das Training und die euer Zusammenhalt, eure Bindung, aber egal. Kampf! Feuerschlag! Oh, warum hat denn eine höhere Initiative, Mann? Geh weg jetzt! So. So. Petzi, das ist nicht so, das Problem, das kriegen wir hin. Gegen Petzi, der Feuerzahn! Und wehrt natürlich ab. Ah. Los. Und tschüss. So, wurde besiegt. Als König aller Karatekämpfer hätte ich nicht gedacht, dass ich verliere. Ja, das ist natürlich schlecht gelaufen, mein Freund. So. Wie weit dreht das jetzt? Da rum, da hoch. Dann darüber, darunter, da lang. Ja, und da hoch. Ja, Mann. Und hier ist der Arenaleiter. Aus seinem Gesicht spricht die wilde Entschlossenheit, den Arenaleiter herauszufordern. Nun dann, lass uns keine Zeit verlieren. Sandro. Bin gespannt, was er drauf hat. Geht er Troppo? Ja, okay. So. Und nun, Flammenblitz.
Da hilft doch der Säurepanzer nix. Attacke! Und tschüss. So, ich habe zwar KP verloren, das ist nicht so schlimm. Siberio. Ich bin gespannt. Alter! Feuerschlag! Aua! Sag mal! Geht ja gar nicht hier. Los, Epi Royal! So, was machen wir jetzt? Wir machen den Grasmixer. Ja, ist doch okay. Ich wurde verwirrt. Geil, ich habe nichts Besseres zu tun. Laubklinge. Kann ich mal irgendwas trinken? Ah, es setzt aber ein, geil. Sogar fast weggehauen, ey. Du bist stark, nein. Du und dein Team, ihr seid stark, wenn ihr gemeinsam kämpft. Ja, na klar. Laubklinge. Auch mir drin werde ich helfen, wenn ich gleich noch mal einsetze. Aber na gut. Und perfekt. Jetzt ein Volltreffer und du bist weg. Weg. Laubklinge. Ja, kannst du aufmachen, wie du möchtest. Komm, Digga. Hau raus. Hau. Ja, Mann. Ja, perfekt. Und tschüss. Da war es nur noch eins. Frigometri. Bäm. Training ist erst dann auch wirklich Training, wenn man bis zum Äußersten geht. Und glaub mir, ich gehe bis zum Äußersten. Definitiv. Adios, und damit war mit den nächsten Orden mal was los. Ja. Du und dein Pokémon-Team, ihr gebt ein wirklich gutes Gespann ab. Diesen Sieg habt ihr euch verdient. Kalidos gewinnt 4680 Poké-Dollar. Dein Mut verdient wahrlich Anerkennung. Daher überreiche ich dir dies hier so. Und da waren es 7. Ja, der Eiszapfenorden. Du hast 7 Orden. Das bedeutet, dass dir nun Pokémon bis Level 80 gehorchen. Und nun nimm auch diese TM als Zeichen meiner Wertschätzung. Eisodem. Kenn ich noch gar nicht. Ich kenn nur Feuerodem. So. Volltreffergarantie auch noch. Sogar geil. Yeah. Wie geil ist das denn? Wenn ich mal so... Ja, geil. Gefällt mir richtig geil hier, wie ich hier runterrutsche mit diesem wunderbaren Lex und der Sound, der so geil läuft. So. Oh, Sharon Bell. Kalidos, ich habe bereits mit Bell darüber gesprochen, dass ich irgendwie den Eindruck habe, ich hätte mich verändert, seitdem wir von Venezia aufgebrochen sind. Wenn ich darüber nachdenke, was ich machen möchte oder machen muss, drängt sich mir unweigerlich das Gefühl auf, dass mir nichts von all dem noch zusagt. Bin ich es, der stärker geworden ist, oder sind es nur meine Pokémon? Ich habe noch keine Antwort gefunden. Ja, unser Sharon, wir drei sitzen da wohl im selben Boot. Kalidos, ich werde mich jetzt zum Pokémon-Fanclub aufmachen. Ich will auch herausfinden, was ich gerne mache und wozu ich fähig bin. Wer seid ihr? Wie, wer seid ihr? Ich bin Belle und das hier ist Sharon. Ich weiß, dass ihr hier seid. Wollt ihr euch nicht lange mal zeigen? Nichts anderes haben wir von Arena von Nevaio City erwartet.
Selbst Schattengestalten wie uns, das Finstrio, hast du gleich bemerkt. Wir wollten dies eigentlich nur Kalios mitteilen, aber sei es drum. Unser Meister Jesus will, dass du dich offensichtlich zu Drachenstiege begibst. Du wirst dort vom Meister N erwartet. Ende der Durchsage. Zur Drachenstiege? Was hat das denn zu bedeuten? Hey, ihr klärt mich mal auf. Du musst dich noch ein wenig gedulden, wenn du mich in der Arena herausfordern willst, denn die Pflicht ruft. Ich muss mich schleunigst zur Drachenstiege begeben. Ich komme auch mit. Der Drachenstiege liegt noch nördlich von hier, nicht? Jetzt rennen sie wieder alle weg und ich muss gleich hinterher laufen. War's das? Nee, kommt noch was. Ah, aber was soll ich jetzt machen? Dann laufe ich halt den anderen nach und begebe mich auch zur Drachenstiege. Wo soll ich vielleicht gewesen sein? Nördlich von hier, oder nicht? Ja, aber erstmal gehe ich jetzt runter zum Pokémon Center. Eieieiei, das gibt gleich wieder ein bisschen Ärger hier. Mann. Immer dieser Stress hier, das ist doch unglaublich. Okay, ich nehme jetzt ein Pokémon-Team für einen Moment in meine Obhut. Dankeschön. So. Vielen Dank, dein Pokémon ist wieder topfit. So soll das auch sein. Und dieses hoffentlich kommst du mal wieder. Es ist immer das gleiche. Im Endeffekt, warum wollen sie, dass ich hoffentlich mal wiederkomme? Ich meine, wenn es dem Pokémon gut geht, muss ich nicht wiederkommen. Und das ist das, was sie wollen. Die wollen, dass es dem Pokémon gut geht. Oder etwa sehe ich das falsch? Mann. Fahrradfahren. Yeah. Welches nördlich? Das nördlich? Nein. Ah, da ist was. Ein Pokémon nehme ich. Oh, was ist das denn? Ein wildes Kronjuwild. Im Kronjuwild werde ich gleich mal die Kronjuwelen bearbeiten. Los, Feuerschlag! Dein Ernst? Hör mal auf damit. Warum machst du so? Und jetzt Feuerschlag! Bam! Und jetzt Stärke! Ja, halt erstmal noch eine Why Not. Ah, die doch nicht, ich dachte schon. Bäm, Stärke hat richtig reingehauen. Und noch einmal Stärke. Aua. Bäm. Und jetzt Beutel. Bälle. Superball. Einsetzen. So. Und wir haben ein Kronjuwild gefangen. Ja, Mann. So. Kronjuwild Jahreszeit. An seinem Geweih kann man ablesen, wann es neue Jahreszeit beginnt. Sein Revier wechselt mit jeder neuen Jahreszeit. So, damit haben wir ein neues Pokémon. Nein, wollen wir nicht. So. Nugget gefunden. Ah, geil. Nicht schlecht. Und wir runter natürlich nicht. Geh mal hier runter. Bell, du Kalidos. Da kommt er angejoggt. Oh, Kalidos. Und du, auch du bist hier, Bell. Wie schön. Mein Name ist Ebert Esche. Meine Tochter hat euren Pokédex gegeben. Guten Tag. Wir sind Professor Esche sehr dankbar. Dank ihr konnten wir der Reise überhaupt erst machen und so viel dabei lernen. Es freut mich sehr, das zu hören, aber unterhalten können wir uns später. Bell, Kalidos, ich erkläre euch kurz die Lage. Eine große Anzahl von Schergen von Team Plasma hat die Außenmauer des Turms durchbrochen und sie ihn so betreten. Und Sandro und dieser junge Sharon, die beiden sind Team Plasma gefolgt. Professor, was genau ist der Drachenstiege? Ah, schon klar, das interessiert dich jetzt natürlich. Also gut, ich will es dir sagen. Dieser erhabene Turm stand schon lange, bevor es Einhall gab. Und ganz oben wartet das legendäre Drachen-Pokémon auf den Menschen, der vom Wunsch beseelt ist. Und... habt ihr jetzt vielleicht auch vor, Team Plasma zu verfolgen? Ich hoffe nur, dass durch eine Konfrontation nicht alles noch schlimmer wird. Keine Sorge, Kalidos und Sharon sind super stark und haben Team Plasma schon mal besiegt. Was mich betrifft, also, ich bin nicht wirklich stark. Das Beste wäre, wenn ich hier bleibe und auf sie aufpasse. Das wäre prima, ich fühle mich schon viel sicherer. Also dann, Kalidos.
Es ist bestimmt nicht einfach, aber bahne dir den Weg nach oben. Mehr als das habe ich leider nicht, aber besser als nichts ist alles allemal. Spezialität? Ich frage mich wirklich, was den Plasma bezweckt. Ich auch, ich auch. Ach, ich komme da durch. Der Rennleiter ist vorher nach oben gegangen. Mit etwas Glück wirst du dabei sein, wenn Geschichte geschrieben wird. Ich merke schon, ich glaube, das wird nachher noch ein richtig spannender Kampf. So. Doch, diesen Kampf werdet ihr, wenn dann überhaupt, erst in der nächsten Folge sehen. Denn jetzt wird erstmal Schluss für heute gemacht. Denn ich wünsche euch einen guten Morgen, denn es ist jetzt 0 Uhr. Und noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss.